Seit Tagen gehört Augsburg zu den Spitzenreitern bei den Corona-Infektionen. Das ist etwas, was mir sehr viel Sorge bereitet hat und immer auch noch viel Sorge bereitet. Und deswegen haben wir heute Nacht beschlossen, dass wir die Maßnahmen, die Bund und Länder für den 2. November angekündigt haben, in Augsburg vorzuziehen. Es geht bei den Maßnahmen immer darum, Kontakte zu beschränken, um damit die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Warum brauchen wir das? Das brauchen wir deswegen, weil wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten dürfen. Schon jetzt läuft das Universitätsklinikum voll. Viele Patientinnen und Patienten befinden sich dort mit einer Corona-Infektion. Rund 25 werden intensiv dort behandelt. Und wir möchten ja, dass auch andere Menschen, die mehr ärztliche Hilfe brauchen, im Universitätsklinikum diese bekommen können. Das können wir aber nur dann, wenn insgesamt das Universitätsklinikum nicht ausschließlich damit beschäftigt ist, die Covid-Infizierten auch zu behandeln. Der überwiegende Teil der Ansteckungen ist aktuell auf unbekannte Kontakte im alltäglichen Leben zurückzuführen. Es ist daher sinnvoll, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht zwingend erforderliche Kontakte im alltäglichen Leben einzuschränken und die Maskenpflicht auszuweiten. Die Maßnahmen werden durch den städtischen Ordnungsdienst und durch die Polizei kontrolliert. Es geht aber ganz stark um die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Ich appelliere an alle, sich gut an die Maßnahmen zu halten, damit wir die zweite Welle unterbrechen können. Aber es wird auch eine starke Kontrolle durch Ordnungsdienst und Polizei erfolgen. Die bisherigen Maßnahmen in Augsburg haben den anfangs sehr steilen Anstieg inzwischen etwas abgeflacht. Diesen Effekt können wir insbesondere bei den neu gemeldeten Fällen mit unbekannter Infektionsquelle beobachten. Während wir hier vor circa 2 Wochen noch eine wöchentliche Vervierfachung beobachtet haben, ist inzwischen nur noch eine Verdoppelung zu sehen. Doch auch eine Verdoppelung jede Woche der neu gemeldeten Fälle ist noch zu viel, sodass leider weitere Maßnahmen erforderlich sind. Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, ich möchte Sie erneut, wie im Frühling, um Ihre Solidarität bitten. Solidarität mit denen, die infiziert sind oder sich infizieren werden und die ärztliche Hilfe benötigen. Solidarität mit den Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal, die in den nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben werden, um am Klinikum den Infizierten auch helfen zu können. Ich bitte Sie um Solidarität mit denen, die zu den Risikogruppen gehören, also mit unseren Älteren, aber auch denjenigen, die eine Vorerkrankung haben. Ich bitte Sie um Solidarität mit unseren Familien, die, indem wir Kitas und Schulen geöffnet halten, mehr Normalität genießen können. Ich bitte Sie aber auch um Solidarität mit all denjenigen, die unter den Maßnahmen jetzt besonders zu leiden haben, wie insbesondere dem Dienstleistungsbereich oder der Gastronomie. Halten wir bitte zusammen. Das haben wir im Frühling schon einmal geschafft und ich bin mir sicher, dass wir das auch jetzt im Corona-Herbst 2020 gemeinsam schaffen werden.